Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 8. November 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, nicht wundern, dass das nicht übereinstimmt auf den westlichen Astrologie. Anfang zeige ich die Elemente und ich kann auch erklären, warum ist es so wichtig, darauf zu achten, weil das bringt die Harmonie und die Gleichgewicht. Als erstes sollen wir unserem eigenen Energie bleiben. Und das kommt von unserem Inneren und besteht aus Denken und Fühlen. Immer positiv denken und angstfrei leben. Ändert sich automatisch unserem Energiefeld. Es ist zwar unsichtbar, dieses Energiefeld, was uns umhüllt, trotzdem gibt es. Das kann man sogar messen. Und dieses Energiefeld oder Aura hat eine wichtige Funktion, das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen, Gleiche zieht Gleiche an. Damit starten wir den Tag. Dann kommen natürlich Einflüsse von außen, von anderen Menschen oder Räumlichkeiten, aber auch von Kosmos. Es gibt auch kosmische Einflüsse. Es gibt Tage, wo es sehr schön harmonisch ist und wir spüren auch. Und kommen wir zum Gleichgewicht, kommen wir zum Einklang, zum Natur. Es gibt aber Tage, wo die Elemente nicht gleichmäßig verteilt sind und kippt die Gleichgewicht. Und wenn wir einstimmend sind, dann kommen wir zum Einklang im Natur und bewusst können wir das ausgleichen. Die vier Grundelemente sind Feuer, Erde, Luft und Wasser. Wie verteilt sich Sonne, Mond und die Planeten? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Und die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Ich setze die Sonnensymbol hier zum Luftelement. Mond befindet sich auch im Waage, aber im Grenzbereich. Bei Sonnenaufgang ist noch im Waage, dann übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. Mond befindet sich hier im Grenzbereich zwischen Luftelement und Wasserelement. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und das gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und das gehört zum Wasserelement, setze ich Merkur zum Wasser, Jupiter auch im Skorpion, wieder Wasserelement. Venus ist rückläufig und bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage, ich setze hier zum Luftelement und Saturn erdet. Saturn kommt immer in die Mitte, zeigt auch die Richtung, belehrt uns. Die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto, habe ich nicht berücksichtigt, hat weniger Einfluss auf den Alltag, die haben andere Aufgaben. Und es ist leicht zum Erkennen, dass die Elemente nicht gleichzeitig verteilt sind. Es fehlt die Feuerelement und es fehlt die Erdeelement. Was die Aktivität und Passivität betrifft, ist im Gleichgewicht, weil Wasserelement ist passiv, das heißt die Energie ist nach innen gezogen und Luftelement ist aktiv, die Energie geht nach außen. Das ist das Plus- und Minuspol, so wie im Elektrizität auch. Das ist ausgewogen.
aber es fehlen Elemente. Es fehlt die Feuerelement. Saturn erteilt hier Lernaufgabe, weil Saturn befindet sich im Schütze und die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Also Saturn zeigt die Richtung, achtet auf die Feuerelement. Und das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas, aktiv zu sein, Mut zu zeigen. Und bedeutet auch Begeisterung und Leidenschaft, aber auch Herzenswärme. Dann fehlt noch die Erdeelement, aber Venus befindet sich im Grenzbereich zwischen Waage und Jungfrau mit dieser rückläufigen Bewegung. Also Venus nähert sich zur Erde und in die Tagen gibt da mehr Harmonie und Realität, Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, das Gefühl, einen festen Boden unter den Füßen zu haben. Momentan ist alles in die Schwebe hängt, alles in Luft. Und das war der erste Teil des Horoskopes. Und jetzt übergehen wir auf den zweiten Teil, wo ich erkläre die Verbindungen und die einzelnen Tierkreiszeichen. Jetzt sind wir im zweiten Teil des Horoskopes am 8. November 2018 nach indischer Astrologie, nach indischer Berechnung. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Waage in Osthorizont auf. Für die Waagengeborenen bedeutet das Selbstdarstellung, auf die Persönlichkeit, auch auf dem Aussehen kümmern und die Bedürfnis wahrgenommen werden, etwas ins Licht zu bringen oder die Suche nach Wahrheit. Dann folgt die Tierkreiszeichen Skorpion. Und das sind Themen Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und Finanzen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Schütze. Es sind Themen wie Kontakte, Verbindungen, Nachrichten, Veränderungen, kleinere Veränderungen, ein Besuch oder Kontakte zum Pflegen, ein Fest organisieren, da teilzunehmen und Medien. Dann folgt die Tierkreiszeichen Steinbock und da sind Themen Basis, Fundament, Sicherheit, Stabilität oder etwas gründen, dann auch die Ruhe, die inneren Kraft, ein gewisser Rückzug, die Zuhause zu genießen oder die Kraft einsetzen auf die Wohnsituation. Etwas wohnlich verändern, das kann auch ein Umzug sein. Dann folgt die Tierkreiszeichen Wassermann und da sind Themen mit Kindern, aber auch die eigenen Kindheit oder das innere Kind und Kinder symbolisieren auch Neuanfang und die schöpferische Kraft, etwas mit Leichtigkeit spielerisch betrachten. Dann folgt die Tierkreiszeichen Fischen und das hier in diesem Platz ist die Alltag. Die Alltag zu bewältigen, die Job nachgehen, die Pflichten nachgehen und auch um die Gesundheit kümmern. Dann folgt die Tierkreiszeichen Widder. Es sind Themen wie Verträgen, Verbindungen, aber auch Liebe, Partnerschaft. Dann kommt die Tierkreiszeichen Stier. Das ist eine Wandlung, aber die Stiergeborenen kümmern auch um ämtliche Situation oder haben sie einen Prozess wie Scheidung oder eine rechtliche Lage wie Erbschaft. Dann folgt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Es sind hier Themen wie Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Fremdsprache, Besuch von Ausland, eine große Reise, aber bedeutet auch das innere Reiseerkenntnisse gewinnen. Dann folgt die Tierkreiszeichen Krebs, das sind Themen wie Lob, Anerkennung, Ansehen, die Berufung suchen, aber auch finden, die Suche nach die wahre Berufung. Auch karmische Themen sind hier bei Tierkreiszeichen Krebs. Sie suchen den Platz in ihrem Leben und brauchen Erfolg, Anerkennung und möchten auch angesehen werden, brauchen gerade auch Respekt.
Dann folgt die große Hoffnung. Welche Hoffnung pflegen die Löwengeborenen? Aber nicht nur die Hoffnung, sondern auch Freundschaften, auch Gruppe von Menschen, das organisieren oder anmelden, da ein Teil zu sein in einer Gruppe wie eine Partei oder ein Verein. Und dann schließen wir den Kreis mit den Geheimnissen. Die Geheimnisse zu erfahren, hinter den Kulissen schauen oder verstehen, die Geheimnisse des Lebens. In diesem Platz befindet sich gerade die Tierkreiszeichnende Jungfrau. Es sind Monatsthemen. Nächster Monat ändert sich das Bild, weil das verschiebt sich dann. Und jetzt kommen die Bewegungen, Sonne, Mond und Planeten. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Ich setze hier zum Tierkreiszeichen Waage. Mond befindet sich bei Sonnenaufgang noch im Waage, aber übergeht dann in Tierkreiszeichen Skorpion. Neumond ist vorbei, hat die zunehmende Mondphase begonnen. Etwas nimmt zu, etwas vermehrt sich und damit können wir starten, wenn wir etwas vermehren, vergrößern möchten. Das ist ein Wachstum. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und ich setze Mars zu Wassermann. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Merkur zum Skorpion. Jupiter befindet sich auch im Skorpion. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Uranus ist rückläufig. Neptun im Tierkreiszeichen Wassermann ist auch rückläufig. Und Pluto befindet sich im Schütze und setzt sich Pluto zum Schützen. Natürlich, die einzelnen Tierkreiszeichen wirken Sonne, Mond und Planeten. Bei Tierkreiszeichen Waage geborenen sind es wichtige Themen, wie ich schon sagte, in diesem Platz die Selbstdarstellung, das Persönlichkeit, das Aussehen ändert sich gerade, auch das Auftreten und hier bei dieser Energie die Liebe, Partnerschaft, diese Venus natürlich sehr wirksam ist. Bei Rückläufigkeit kann das sein, dass jemand zurückkehrt von Vergangenheit, aber bedeutet Rückläufigkeit auch, das bremst ein bisschen, obwohl das ist ein sehr wichtiges Thema momentan für die Waagegeborenen. Bei Skorpiongeborenen handelt es sich um die Finanzen und auch bei Werte, Wertschätzung und hier bei Merkur-Energie geht es um Kontakte, Kommunikation, Handlungen und Verträgen. Und bei Jupiter liegt die Wachstum und das Glück. Also guter Abschluss mit den Verträgen, weil das bringt Gewinn. Bei Saturn und Pluto Energie hier, bei Tierkreiszeichen Schütze, ist Lernaufgabe loslassen, von allem trennen, was Kraft und Zeit und Energie raubt. Und so bleibt man konzentriert im Inneren Kraft und das gibt auch Macht über das Leben, das ist die Pluto-Energie und Saturn erteilt natürlich Lernaufgabe, lenkt die Schicksalswege, gerade bei den Skorpiongeborenen. Bei Wassermanngeborenen ist Themen die Mars-Energie, Kraft, die Kraft einsetzen an etwas, Kraft zu zeigen, durchsetzen im Leben, aber bedeutet auch eine männliche Person, spielt eine große Rolle, besonders bei Wassermann-Damen und bei Neptun-Energie. Neptun ist nicht einfach zu beschreiben, weil das täuscht ein bisschen und oft zeigt es Täuschungen und Enttäuschungen. Und bei dieser Rückläufigkeit kommen diese Erinnerungen hoch. Aber Neptun hat wunderschöne Seiten natürlich. Das ist die Kreativität, die Inspiration und die Träume. Und das wird jetzt gerade bei Wassermanngeborenen aktiviert. Bei Widdergeborenen sind das Umbrüche und Veränderungen. Und der Platz ist Liebe, Partnerschaft. Also da ist das zum Erwarten.
Mond befindet sich im Grenzbereich zwischen Waage und Skorpion und die heutige Mondhaus, wo sich die Mond bewegt, heißt Vishaka. Was sind diese Mondhäuser? Die 12 Tierkreiszeichen sind unterteilt und das beschreibt die täglichen Mondbewegung. Dazu gibt es eine Geschichte, eine mythologische Geschichte und das erzähle ich als Hintergrundinformation. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, ja gut, du darfst heiraten, aber muss ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, alle 27 Geschwister und besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes, verkörpert anderen Eigenschaften. Natürlich kommt der Einfluss von den Sternen. Und so ist es beschrieben, das heißt, in indischer Astrologie gibt es nicht nur die 12 Tierkreiszeichen, sondern gibt noch diese 27 Mondhäuser. Und das betrachten wir täglich, wo befindet sich im Mond gerade, in welchem Mondhaus. Mond befindet sich heute in Vishaka, so heißt dieses Mondhaus. Und diese Vishaka ist eine Feuergöttin und eine Kriegsgöttin. Und das bedeutet bei Vishaka nicht, dass Vishaka aggressiv ist und Krieg führt, sondern behauptet im Leben, kann sie sich durchsetzen. Und dieser Krieg, was Vishaka hier führt, das ist das Negative, das zu bekämpfen. Und in erster Linie handelt es sich um Angst. Die Angst loslassen, das zu bekämpfen. Und die Stolpersteine, in alles, was im Weg steht, wo wir uns stolpern, alles aufräumen. Und in Indischen wird das nicht als Loslassen beschrieben, sondern als Verbrennen, alles hinter sich verbrennen, damit den Weg frei ist. Und genau das symbolisiert diese Vishaka, das beschreibt die Mondhaus, das ist die heutige Mondenergie. Was ich noch als Neues noch dazufügen möchte, die Stunden sind auch unterteilt und so wie die Mond sich bewegt, das ist für mich die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Betrachten wir auch die Uhrzeit und ich nenne das mal als Mondzeit. Welche Uhrzeit wirkt die Mondenergie bei Sonnenaufgang? Weil mit Sonnenaufgang starten wir den Tag. Und diese Uhrzeit beschreibt den heutigen Tagesenergie noch zusätzlich und das bedeutet unterscheiden. Unterscheiden zwischen Reden und Schweigen und unterscheiden, verbinden und trennen. Da Gedanken machen, wann soll ich sprechen, wann ist das angebracht, wann ist es besser, wenn ich schweige und nichts dazu sage. Die zweite Thema ist, was soll ich befestigen, festhalten und wovon soll ich trennen und loslassen. Diese Mondenergie von Waage bei Sonnenaufgang, also Beginn des Tages, dieser Mond unterstützt die Zwillingsgeborenen, die Wassermanngeborenen, die Löwengeborenen, die Schützengeborenen, spiegelt etwas für die Wiedergeborenen. Und die Wiedergeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben und auf die Gefühle achten. Hilft für die Jungfraugeborenen und für die Skorpiogeborenen. Das heißt, es kommt Hilfe von außen, von vertrauten Umgebung. Und diese Mondenergie verunsichert die Fischengeborenen und die Stiergeborenen und bremst und löst Nervosität aus bei den Krebsgeborenen und bei den Steinbockgeborenen. Dann übergeht Mond im laufenden Tag in Tierkreiszeichen Skorpion und dann ändert sich die Energie. Und dieser Skorpion-Mond hilft dann für die Krebsgeborenen, hilft für die Fischengeborenen, unterstützt auch die Jungfraugeborenen
und unterstützt auch die Steinbockgeborenen, spiegelt etwas für die Stiergeborenen, das heißt, die Stiergeborenen sollen in diesem Spiegel schauen und die Gleichgewicht bleiben, das heißt, inneren Gleichgewicht und in Harmonie und auf die Gefühle achten, bewusst achten auf die Gefühle. Hilft auch für die benachbarten Tierkreiszeichen, und das ist die Waage und die Schützen. Sie bekommen auch Hilfe, Unterstützung von Nachbarn oder von vertrauten Umgebung. Diese Mondenergie, dieser Skorpion-Mond, verunsichert die Zwillingsgeborenen und die Wiedergeborenen. Und dieser Skorpion-Mond bremst oder löst Angst oder Unsicherheit oder Zweifel gerade aus bei den Löwengeborenen und bei den Wassermanngeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Beratungen erwähnen. Ich empfehle das auch. Erstmal die Blitzberatungen, weil das geht wirklich blitzschnell. Das sind E-Mails-Beratungen. Das heißt, ihr schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, stellt eure Fragen und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens nächsten Tag habt ihr schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und dann empfehle ich die Horoskopanalyse natürlich nach indischen Astrologie und Berechnung. Ein Horoskopanalyse, ein Geburtshoroskopanalyse beträgt mein Honorar 100 Euro. Es sind Videoberatungen und diese Videoberatungen sind anonym. Oder eine Jahresanalyse. Was kommt Jahr 2019 mit Zeitangabe? Da beträgt mein Honorar auch 100 Euro, sind auch Videoberatungen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat es überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.